herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger, und heute geht's mal wieder nach Japan. Heute geht es nach Osaka. Heute gibt's Deathcore aus Japan von Devilwolf oder die Band, die auch so bekannt ist, wie ihr hier lesen könnt oder nicht lesen könnt oder was auch immer. Jedenfalls, das Lied ist False Self und ich würde sagen, da hören wir jetzt rein. Nicht so brutal wie die anderen Lieder, die ich von denen kenne. Da kenne ich noch zwei, drei andere Lieder. Jedenfalls der Anfang nicht, aber... Ah, jetzt geht's wahrscheinlich gleich voll auf die Fresse, nehme ich an. Ja. Das ist Mosh-Potenzial, das ist geil. Dieser Deathcore aus Japan macht echt Spaß. Es gibt auch ein paar andere gute Bands, die sind richtig gut, die gehen ab. Das ist egal, in welcher Sprache das ist. Das ist geil. Wie Devilwolf. Japanisch, auf Englisch. Nee, das klingt nicht nach Englisch. Ja, für den Chor typischer Klagesang mit drin. Ja, aber auf Englisch jetzt. Ich hab bei dem Geschrei eben kein Englisch rausgehört. Ja, geil. Ich bin ehrlich, da möchte ich nicht in den ersten Reihen stehen, da wird wahrscheinlich brutal. Die sogenannten Kung-Fu-Mönche, die dann da immer im Pit stehen und dann rumtreten und so. Bin ich kein großer Freund von, aber passt trotzdem für Musik. Schubs ist okay, aber treten und schlagen, ja, muss nicht sein. Vor allem, man versteht ja, also ich verstehe die Sprache halt nicht, deswegen. Und dann wieder das Englisch. Das ist geil. Ein achtseitiger Bass oder siebenseitiger? Ja, viele Seiten sind bei der Art der Musik auch eigentlich nichts Ungewöhnliches mehr. Aber es ist doch ein recht ruhiges Solo für die Art der Musik. Obwohl. Wie gefällt es euch? Lasst es mich wissen. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefällt, dann lasst dem Ganzen auch gern ein Like da. Okay.
ich das Ganze ja. Und ein Abo wäre auch ganz nett. Ja. Devilloof. Mit ihrem letzten Video, dem neuen Video, ist quasi ganz neu erschienen. Failed Self. Ist am 19.03. erschienen, also nicht ganz aktuell, aber relativ, das ist auch die neue EP erschienen von Devilloof, die nennt sich Damned. Quasi alles ganz neu. Ist auch auf Spotify, falls es euch interessiert, beziehungsweise falls ihr das käuflich erwerben wollt, könnt ihr ja bei Devilloof auf die Seite gehen. Oder, ja. Devilloof ist halt auch als das hier bekannt. Ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Das ist wahrscheinlich dann die Übersetzung davon. Machen Deathcore, kommen aus Japan, Osaka und haben sich 2015 gegründet. Das Line-Up ist Aizaku an der Gitarre, Ray Gitarre und Backing Vocals, Kanta Drums, Kaisuke Vocals und Daiki am Bass. Und dann gibt es noch frühere Mitglieder, Tatsuya an der Gitarre, Horito an den Drums und Saya an der Gitarre. Alben hat die Band bisher drei rausgebracht. Das ist Devil's Proof von 17, das ist Oni von 2019 und Dystopia von 2021 und jetzt halt die aktuelle EP. Entschuldigung, ich musste gerade mal husten. Ich muss mir gleich irgendwas zu trinken holen. Ja, mir gefällt das Ganze, dieser Deathcore aus Asien, aus Japan. Der geht schon gut ab. Da gibt es noch ein paar andere gute Bands. Broken by the Scream, diese Mädels-Deathcore-Band, auch sehr geil. Und jetzt halt Devilloof, auch sehr geil. Weil die meisten, wenn die an Japan denken, denken da an Bands wie entweder Dorian Gray, bei der härteren Fraktion, oder bei der aktuellen Fraktion eher Baby Metal. Aber da gibt es auch noch viele andere gute Bands. Und ich kam ja irgendwie durch ein Video, was ich gemacht habe über Baby Metal, ob sie wirklich so scheiße sind oder doch ganz okay. Hatte ich einmal laufen und seitdem werden mir regelmäßig asiatische Bands dann in meinem Feed vorgeschlagen, wo ich dann auch reinhöre. Devilloof habe ich tatsächlich auch mal so vorher schon reingehört, weil irgendwie, das wurde mir dann auf mehreren Seiten, auch auf Spotify mit empfohlen. Deswegen, die kannte ich schon, habe ich. Deathcore, obwohl ich da muss ich sagen, das ist tatsächlich eines der ruhigeren Lieder von Devilloof gewesen. Haben wesentlich weirdere, härtere, also melodiös härtere Lieder, texthärter, weiß ich nicht. Das meiste wird da ja auf Japanisch gesungen. Deswegen weiß ich das nicht genau, aber auf jeden Fall Devilloof machen Laune, die kann man richtig gut hören. Also ich bin, was das angeht, wirklich. Kann man. Gibt mir so ein bisschen Energie in den Tag rein, das finde ich ganz gut. Ja! Falls ihr noch andere Bands aus Asien kennt, auf die ich mal reagieren sollte, oder falls ihr irgendwelche Bands kennt, auf die ich mal reagieren sollte, ne, schreibt mir unten in die Kommentare, wenn ich da nicht schon drauf reagiert habe. Bin immer froh, wenn mir irgendwelche Leute irgendwie neuen Input geben. Ich kann ja nicht alles kennen. So, ne? In dem Sinne würde ich noch sagen, habt einen geilen Tag, ne? Metal ist geil und Krieg ist scheiße.